Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein What I Eat in a Day. A Day. Diesmal ein komplett vollständiger Tag, wie ich so mache. Das variiert natürlich extrem, ne? Ihr wisst, aber das ist mal so ein Tag von 365 Tagen. Deswegen, ne, keep this in mind. Also gerne, wenn euch das gefällt, einfach andere Tage anschauen. Genau, ich habe eine Playlist dazu. Es gibt auch solche Wochen, wo ich das zusammenfasse. Das ist auch ganz interessant, da seht ihr mehr. Aber jetzt wollte ich mal einen Tag wieder machen. Dann seht ihr nämlich Frühstück, Mittag und Abend. Wisst ihr, was ich meine? Weil sonst habe ich immer, wenn ich die Tage zusammenfasse, ist meistens dann das Mittagessen oder so. Genau, es ist gar nicht so Frühstück, Mittag, Abend. Deswegen dachte ich, jetzt mal so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Vielleicht ist eine Inspiration dabei. Das war, wie gesagt, ein Tag von vielen. Aber ich werde das gerne öfter machen und ich habe mir auch gedacht, falls ihr mir nämlich auf Insta folgt, dass ich das auch mal auf Insta bringe. Das mache ich nämlich gar nicht, noch nie gemacht, wie blöd eigentlich. Da werdet ihr bald sowas nochmal sehen. Also mehr so Reels, What I Eat in a Days. Genau. Also gerne folgen, dort heiße ich Funny Pilgrim und jetzt viel Spaß beim Video. Also es gibt Porridge. Ein bisschen wärmlich. Haferdrink. Das ist einfach nur Haferflocken. Oh mein Gott, so laut die Kindermusik, sorry. So, jetzt nochmal. Ich habe hier Haferflocken und Chiasamen drin und Haferdrink. That's it. Das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon soweit. Jetzt gebe ich TK-Beeren, eine Mischung, rein. TK-Beeren-Mischung. Ja, das Oma-Lied. Und jetzt mixen. War doch hier so ein Grashalm. Was ist das denn? Hallo? So, das lasse ich jetzt da so tauen quasi. Ich schalte es ein bisschen runter, lasse es nur noch so auftauen. Und dann ist das fertig. Und dann gebe ich noch ein bisschen Mandelmus rein, topp das vielleicht noch mit ein paar Samen. Ach, ihr seht es gleich. Mein Tee. Pass mal auf, so geil die Tasse. Und sie wird blau. Tada! So, und dazu nehme ich jetzt das Vegan Life All-in-One. Das ist hier mit 60 Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Antioxidantien und natürlich vegan. Und ich liebe die, weil da wirklich alles so drin ist. Ihr könnt es mal hier pausieren, wenn ihr wollt. Richtig gut und auch gut dosiert. Genau, B12, die wichtigsten, also wirklich die essentiellen, die kritischen Nährstoffe sind da drin und einfach so das Wichtigste, was man so braucht. Ich nehme dann einfach eine Kapsel am Tag, so sehen die aus, die Kapseln. Genau, da ist alles drin. Bei Sunday findet ihr ganz viele verschiedene Produkte, nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch Tee. Es gibt einen tollen Kakao, den ich euch empfehlen kann. Das ist nämlich dieser hier, ich liebe den sehr. Total lecker, habe ich schon mehrere Packungen verputzt. Schön zum Backen, aber auch einfach, um Kakao wirklich daraus zu machen. Und es gibt natürlich einen Code, den habe ich für euch. Da könnt ihr eure Sunday-Produkte günstiger bekommen. 10% mit dem Code FUNNYPILGRIM. Genau, schaut da mal rein. Gilt nicht für Bundles und nicht für Sale-Ware, ansonsten für alles Mögliche. Viel Spaß. Oh mein Gott. Jetzt hat er das selber dahin gerückt. Alles klar, das Porridge ist gleich fertig. Wir können gleich anfangen zu essen. Tatütata. So sieht es jetzt aus. Das Porridge, für ihn habe ich das schon fertig. Der isst eigentlich genauso viel wie ich. Haha. Davon. Und kriege ich das? So, jetzt gibt es hier noch ein bisschen Mandelmus, so einfach einen Teelöffel, einen Teelöffel. Das mische ich dann später noch ein bisschen drunter. Und dann gebe ich noch ein paar Hanfsamen drauf. So, das sind so geschälte Hanfsamen. Und das ist das Frühstück mit dem Tee und Wasser. Und seins auch, genau das gleiche. So, Mittagessen mache ich Chili. Essen, ja. Genau, also das sind hier Bohnen, die habe ich gestern gekocht. Das sind solche Wachtelbohnen gewesen. Aber ich meine, ihr könnt alles nehmen. Ich habe es letztens mit Linsen so gemacht. Das ist auch mega genial gewesen. Einfach reinhauen, was ihr habt an Hülsenfrüchte, Bohnen. Kidneybohnen ist so Standard, ne? Oder schwarze Bohnen. Aber ja, ich nehme die. Dann Karotten, dann Zwiebeln, Knoblauch. Das wird jetzt alles angebraten. Dann kommt Mais rein und Tomaten aus der Dose.
und Würze. So. Das wird auch gekocht. Ja. Wird auch gekocht. Okay, ich habe jetzt Zwiebeln, Knobi, Karotten gebraten, also so gedünstet, dass die Zwiebeln glasig werden. Und jetzt habe ich die Bohnen schon reingegeben und ich gebe jetzt noch die Sojagranulat dazu. Ungefähr so. Genau, und dann auch die gehackten Tomaten aus der Dose schon und dann nochmal das Ganze gefüllt mit Wasser. Also die Dose nochmal gefüllt mit Wasser, weil das Sojagranulat braucht halt Flüssigkeit. Und dann gebe ich noch den Mais rein. Bis gleich, Moment. So, Wasser. Dieser Topf ist etwas klein. Aber die anderen sind gerade in der Spülmaschine. Ich bin zu faul, um die jetzt daraus zu holen, zu spülen. Aber nee, passt schon, passt schon. Okay, so. Ich habe jetzt doch nicht das ganze Wasser rein, sondern so einfach, bis das halt nicht mehr geht, ne? Der Mais. Moment. Mais. So. Oh Gott, das ist ziemlich voll. Und ich zeige schon mal die Gewürze, die ich reinmache. Einmal zum einen Lorbeerblätter. Zwei Stück mache ich da rein. Dann Oregano. Und ganz wichtig, Kreuzkümmel, Kumin. Salz und Pfeffer, of course. Und später, also für uns selbst, mache ich dann noch Chili ran. Aber nicht insgesamt, weil der Kleine das ja auch mit isst. Genau. Aber das ist super lecker, super proteinreich, super gesund. Und ich mache dann dazu noch zweierlei. Einmal Nudeln, also Pasta und Quinoa. Hab voll Bock auf Quinoa. Genau, ich esse das dann mit Quinoa. Mal sehen, was die anderen sich so wünschen. Aber ja, beides wäre dann da. Aber ihr seht es gleich, wie es dann fertig ist. Dauert jetzt. Ich lasse es mal so eine Stunde köcheln. Zugedeckt mit Deckel. Okay, hier habe ich jetzt den Quinoa gekocht für mich. Und Chili ist fertig. So sieht's aus. Gut. Morgen oder beim zweiten Mal aufkochen schmeckt es natürlich noch besser, aber irgendwann muss man ja anfangen. Und das ist jetzt, oh, alles daneben gerade, so. Mmh. Look at good. Und dann gebe ich noch ein bisschen Avocado oben drauf. Mmh. Und für den Kleinen habe ich das gleiche, nur mit Dinkelnudeln. Ich meine, er hätte auch Quinoa essen können, ich weiß nicht. Vielleicht biete ich ihm das auch noch an, mal sehen. Aber ja, das ist unser Essen. Sieht gut aus. Einfach gemacht, schnell, billig und sehr gesund, proteinreich. Yums. Okay, Abendbrot. Ich habe hier ein wunderschönes Brot. Das ist echt super geil, lecker. Das schneide ich jetzt in Scheiben und mache da Margarine drauf. Und gebe das jetzt trotzdem nochmal in die Pfanne. Hm, ich will es ein bisschen anrösten. Okay, Bock drauf? Übrigens, ich wollte euch schon mal zeigen, dass das schöne Chili von heute Nachmittag. Guckt mal, wie schön es jetzt aussieht. Ich habe es jetzt nämlich noch mal kurz aufgewärmt für den Kleinen. Aber es ist sehr schön. Jetzt ist es nämlich ideal. Das zweite Mal aufwärmen, dann wird es einfach perfekt. So ist es jetzt. Perfekt! So, ich habe die jetzt von beiden Seiten eingestrichen mit Margarine. Und jetzt kommen die in die Pfanne. Ein bisschen so anrüsten. Okay, die Pfanne war noch nicht so richtig ready. Ja, es kommt. Ist egal. Aber so, dass es so ein bisschen braun wird, wisst ihr? So cross, genau. Und dann mache ich mir Räuchertofu. So, andere Seite. Okay, war noch nicht so ready. Dauert noch. Mist. So, jetzt umdrehen. Und noch die andere Seite cross werden lassen und dann ist es ready. Okay, das sieht jetzt gut aus. Fertig. Oh, heiß, aber muss sein. So, und jetzt, das ist schmutzig so, das ist hier der Räuchertofu, den habe ich ganz dünn oder so dünn wie möglich geschnitten, ja. Ist besser, wenn man den hobelt oder sowas oder man hat so eine Maschine, das ist natürlich ideal. Habe ich aber nicht, beziehungsweise ich habe keine Lust zu hobeln. Deswegen habe ich es ganz dünn geschnitten und da kommt er jetzt einfach drauf. Und ich finde, mittlerweile reicht mir das total, da brauche ich überhaupt nicht so ein Aufschnitt. Ich meine, manchmal ist es ganz lustig, sowas zu holen, aber ich brauche es nicht unbedingt. Das hier finde ich, also das finde ich ziemlich geil. Einfach so. Und dann gebe ich da Senf drauf und Pfeffer. Und das war's. Mal Senf. So, einfach verstreichen. Pfeffer drauf. Und schmeckt so gut, sage ich euch. Müsst ihr ja mal machen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hier Pfeffer. Mit einer Hand.
geht irgendwie. Ja. Okay. Man kann auch, wenn man ganz fancy wäre, jetzt hier noch so Sauerkraut reingeben und das so als Sandwich essen. Zum Beispiel Sauerkraut und dann noch so saure Gurken und das als Sandwich. Geil. Wäre auch nicht schlecht. Aber nee, ich esse das jetzt so. So. Und es ist noch hell draußen, ja, weil ich esse ziemlich früh zu. Ich gehe auch früh ins Bett. Tofu. Ach, willst du auch Tofu? Okay, hier, bitteschön. Ja. Ja. Okay. Lustig. So, das war mein Tag. Das habe ich gefuttert. Vielleicht war etwas Interessantes für euch dabei oder etwas, was ihr, worauf ihr nicht mehr gekommen seid. Wisst ihr, das ist immer so das Ding. Ich habe oft so, wenn ich solche Videos sehe, denke ich mir, ah ja, stimmt, das könnte ich auch mal wieder machen. Dieses Gefühl. Und vielleicht ist es bei euch auch gerade so gewesen. So Klingeling, ah ja, so ein Chili. Warum eigentlich nicht, ne? Vielleicht ist das einfach passiert, das wäre natürlich cool. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Kochen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Folgt mir gerne auf Insta. Wie gesagt, da heiße ich Funny Pilgrim und bis zum nächsten Mal. Tschüss.